Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 7 von Mittelerde Lore. Und nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Schöpfung und der allgemeinen Geschichte der Ringe der Macht beschäftigt haben, geht es in dieser Folge nun um die Geschichte der Träger der Ringe und um die Kräfte dieser mächtigen Artefakte. Und als erstes werden wir uns den 9 Ringen der Menschen und den 7 Ringen der Zwerge zuwenden. Diese Ringe der Macht gehörten zunächst, wie alle Ringe, den einen Ring ausgenommen, den Elben. Nachdem Celebrimbor und seine Schmiede sie zusammen mit Sauron erschaffen hatten, wurden sie unter den Elben verteilt. Als dann aber Sauron den einen Ring schuf und versuchte, die Ringträger der Elben zu unterwerfen, nahmen die Elben ihre Ringe ab, woraufhin Sauron sie wieder einforderte. Dies führte schließlich zum Krieg mit den Elben und der Zerstörung von Eregion. Dabei gelangte Sauron bereits an 9 Ringe, doch die anderen konnte er nicht finden. Aber er hatte Celebrimbor gefangen genommen und folterte ihn gnadenlos, bis dieser ihm verriet, wo 7 weitere Ringe waren, die Sauron so ebenfalls an sich brachte. Die 3 verbliebenen und mächtigsten Ringe aber gab Celebrimbor bis zu seinem Tod nicht preis. Und so gelangten nur 16 der 19 Ringe der Macht in die Hand von Sauron, der diese dann an die Menschen und Zwerge weitergab. Die 9, die er zuerst gefunden hatte, gab er an die Menschen. Diese 9 waren Menschen, die Sauron noch vertrauten und sein Angebot der Ringe annahmen. Oft werden sie als große Herrscher und Fürsten der Menschen beschrieben. Doch am Ende ist nur die Identität von 2 der 9 bekannt. Diese beiden sind der Hexenkönig von Angmar und Camul, der schwarze Ostling. Doch selbst von diesen beiden weiß man nicht wirklich, wer sie waren, bevor sie zu Nazgul wurden. Bekannt ist, dass 3 der Nazgul Fürsten aus Númenor waren, die nach Mittelerde kamen, dort zu Macht gelangten und schließlich Sauron verfielen. Zu diesen könnte auch der Hexenkönig gezählt haben. Camul war nun, seinem Beinamen der Schwarze Ostling nach, natürlich ein Fürst der Ostlinge. Und da Sauron bei den Ostlingen stets einen großen Einfluss hatte, ist es gut möglich, wenn nicht sogar sehr wahrscheinlich, dass auch noch weitere der 9 von diesen stammten. Ein ähnliches Bild bietet sich nun auch bei den Zwergen. Bei diesen erhielt jede der 7 Stämme je einen Ring. Doch auch von diesen ist nur ein einziger namentlich bekannt. Durin der Dritte war der Herr der Langbärte des Volks von Durin und er erhielt von Sauron einen der 7 Ringe. Die Zwerge aber halten nun an der Meinung fest, dass Celebrimbor selbst den Zwergen ihre Ringe gegeben hat. Ob dies eine List von Sauron war, um die Zwerge zu bringen, die Ringe anzunehmen, oder ob es nur eine Geschichte der Zwerge ist, um verneinen zu können, dass sie Sauron einmal vertraut haben, ist unklar. Im weiteren Verlauf des 2. Zeitalters verfielen der Hexenkönig, Camul und die anderen Menschen dem Willen von Sauron und wurden zu den Nazgul, den Ringgeistern. Sie hielten weiterhin ihre 9 Ringe und dienten ihrem Herrn bis zu dessen finalen Untergang am Ende des 3. Zeitalters. Ohne Sauron und den einen Ring verblassten sie dann aber, da ihre Kraft direkt an Sauron und den Ring gebunden war. Die Zwerge auf der anderen Seite konnte Sauron nie unterwerfen. Sie widerstanden seinem bösen Einfluss und trugen ihre 7 Ringe für sich selbst. Später kämpften die Zwerge lange gegen die Drachen, die von ihren gewaltigen Schätzen angelockt worden waren. Und 4 der 7 Ringe wurden durch das Feuer der Drachen vernichtet oder von diesen gefressen. Die 3 übrigen Ringe erlangte Sauron mit der Zeit wieder. Der letzte bekannte Ringträger der Zwerge war nun Trein der Zweite, der Fürst der Langbärte und der Erbe von Durin war und der Vater von Thorin Eichenschild. Trein war im Jahr 2841 des 3. Zeitalters in der Nähe des Düsterwalds verschwunden. Saurons Diener hatten ihn gefangen genommen und nach Dol Guldur gebracht.
Dort nahm ihm Sauron in seiner Form als Nekromant den letzten der sieben Zwergenringe, der auch der stärkste der sieben Ringe gewesen sein soll, ab, folterte ihn und ließ ihn dort zum Sterben zurück. Vor seinem Tod stieß aber Gandalf noch auf Trein in Dol Guldur. Von ihm erhielt Gandalf auch eine alte Karte, die später im Hobbit eine große Rolle spielen sollte. Doch der Zauberer konnte Trein nicht mehr retten. Die Folter durch Sauron hatte ihn bereits in den Wahnsinn getrieben. Über die Ringträger der drei verbliebenen Elbenringe wissen wir nun aber dagegen deutlich mehr. Diese drei Ringe tragen im Gegensatz zu den anderen Ringen auch jeweils einen eigenen Namen. Der erste ist Narja, der rote Ring, auch als Ring des Feuers bekannt. Der zweite ist Nenya, der Ring aus Adamant, oder auch der weiße Ring oder Ring des Wassers genannt. Und der dritte ist dann Vilja, der Ring des Saphirs, auch als Ring der Luft oder der blaue Ring bekannt. Diese drei schmiedete Celebrimbor selbst und ohne das direkte Zutun von Sauron. Diese drei waren auch die mächtigsten der 19 Ringe der Macht. Und sie gelangten nie an Sauron, nachdem dieser Eregion erobert und Celebrimbor gefoltert hatte. Denn bevor Sauron ihn ergreifen konnte, hatte Celebrimbor die Ringe bereits weitergegeben. Narja gab er erst an Gil-galad, den Fürsten von Sirion und Lindon, der den Ring dann später an Círdan, den Herren der grauen Anfurten, weitergab. Im dritten Zeitalter gab Círdan den Ring des Feuers aber dann schließlich an Gandalf weiter, der ihn bis zuletzt in Besitz hatte. Nenya gab Celebrimbor an Galadriel, die über Lothlorien herrschte. Sie verwahrte Nenya bis zum Ende des dritten Zeitalters. Und auch den dritten Ring, Vilja, gab Celebrimbor zunächst ebenfalls an Gil-galad, der aber auch diesen Ring an einen neuen Träger weitergab. Und dieser war Elrond, der Halbelb, der der Herrscher von Imladris, das besser als Bruchtal bekannt ist, war. Auch er verwahrte seinen Ring bis zum Ende des dritten Zeitalters, als Sauron besiegt wurde und die Macht der Ringe erlosch. Alle drei dieser Ringe gingen mit ihren Trägern schlussendlich nach Aman. Der verbleibende eine Ring, der Meisterring, wurde nun schließlich vor allem von Sauron getragen. Dieser erschuf den Ring immerhin ja auch im Jahr 1600 des zweiten Zeitalters und für viele Jahre hielt er diesen Ring auch, der das Werkzeug seiner Macht war. Am Ende des zweiten Zeitalters wurde ihm der Ring dann aber von Isildur vom Finger geschlagen. Doch Isildur vernichtete den Ring nicht, sondern nahm ihn an sich. Er wurde von der Macht des Rings ergriffen und wollte ihn für sich behalten. Wenig später aber geriet Isildur in einen Hinterhalt der Orks und starb, als der Ring ihn verriet und ihm vom Finger rutschte, gerade als er ihn am meisten brauchte. Danach ging der eine Ring für viele, viele Jahre verloren, bis er schließlich viele Jahrhunderte später von Smeargol gefunden wurde. Dieser trug den Ring schließlich in die Nebelberge, nachdem er durch den Einfluss des einen Ringes zu einem Verstoßenen geworden war. Dort lebte Smeargol für fast 500 Jahre und wurde mehr und mehr vom Ring korrumpiert und wurde zu der Kreatur Gollum. Dann aber verließ der eine Ring auch ihn wieder und gelangte in die Hände von Bilbo Beutlin, der ihn mit sich ins Auenland brachte. Im Jahr 3001 des dritten Zeitalters gab Bilbo den Ring aber schließlich wieder auf. Seine Natur als Hobbit hatte es ihm erlaubt, dem Einfluss des einen Ringes so lange zu widerstehen. Und so gelangte der eine Ring schließlich an Frodo, der, angeleitet von Gandalf und zusammen mit den Gefährten und vor allem mit Sam, eine gefährliche Reise nach Mordor unternahm und schließlich den einen Ring vernichtete. Damit endete der eine Ring und die Macht aller Ringe erlosch. Doch worin bestand diese Macht eigentlich?
Diese Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Denn Tolkien war in diesem Punkt, ebenso wie mit der Magie in Mittelerde im Allgemeinen, sehr vage und gab nur wenig genaues Preis. Den Ringen der Macht werden nur unbestimmte Eigenschaften und umfangende und legendäre Kräfte zugeschrieben. Und diese können meist besser über ihre bekannte Wirkung beschrieben werden. Eine Wirkung, die alle Ringe gemeinsam haben, ist aber, dass sie als Verstärker für die natürlichen Kräfte eines Trägers wirken. Ein Ring der Macht vervielfacht also die Eigenschaften, die ein Träger ohnehin schon hat. Und daher ist die Wirkung eines Ringes umso größer, je mächtiger der Träger ohnehin schon ist. Allerdings wirken die Ringe der Macht nun natürlich auch unterschiedlich stark, wobei der eine Ring die Kräfte seines Trägers am deutlichsten und am meisten vervielfacht. Weiterhin sollen alle Ringe der Macht bis zu einem gewissen Grad auch auf die Wünsche ihrer Träger reagiert haben, auf das, was sie wirklich begehren und ihnen das verschafft haben. Über die neun Ringe der Menschen ist nun bekannt, dass sie das Leben ihrer Träger deutlich verlängerten. Die neuen menschlichen Ringträger alterten nicht mehr, solange sie ihre Ringe trugen. Doch je länger sie lebten, desto unerträglicher wurde das Leben für sie, denn umso mehr rutschten sie in die Geisterwelt hinüber. Unterdessen häuften sie in ihrem langen Leben aber auch immer mehr und mehr Macht an. Sie wurden zu großen Herrschern, Fürsten, Königen, Kriegern und Hexenmeistern. Die Neuen erhielten durch die Ringe auch Einblick auf Geheimnisse, die anderen verborgen blieben, und sie konnten sich ungesehen bewegen. Doch darin bestand auch genau der Einfluss von Sauron. Er ließ die neuen Träger nur Dinge sehen, die er sie sehen lassen wollte. Und sie wurden deshalb unsichtbar, weil sie in die Geisterwelt hinüberglitten, wo sie letzten Endes durch die Macht ihrer Ringe zu Geistern wurden, zu den Nazgûl, die dann im Dienst von Sauron standen. Auf die Zwerge war der Effekt der sieben Ringe nun ähnlich, wenn auch weit weniger negativ. Auch sie alterten kaum bis gar nicht mehr und erhielten die Macht, große Schätze anzuhäufen. Wie genau ihnen das die Ringe erlaubten und wie sie es ihnen ermöglichten, ist aber unklar. Doch es heißt, dass jeder der großen Zwergenschätze auf einem der sieben Ringe beruhte. Vielleicht erlaubten die Ringe den Zwergen Gold zu finden und machten sie so zu noch besseren Bergleuten. Oder die Ringe machten sie zu meisterhaften Händlern, die ihr Gold erwirtschafteten. Hier gibt uns Tolkien leider keine wirkliche Erklärung. Außer den Ausspruch, dass die Zwergenringe Gold brauchten, um mehr Gold zu machen. Aber zu Geistern wurden die Zwerge nie und sie wurden auch nie unsichtbar und konnten sich daher auch nicht ungesehen durch die Ringe bewegen. Einen negativen Einfluss hatten aber auch ihre Ringe, denn durch sie wurden die Zwerge über alle Maßen gierig und die Macht, die ihnen die Ringe gab, korrumpierte so auch sie, wenngleich sie auch nicht in Saurons Dienst gezwungen wurden. Über die drei Ringe der Elben wissen wir nun erneut am meisten. Narja, der rote Ring, der Ring des Feuers, verlieh seinem Träger die Gaben eines großen Anführers, der in den Herzen anderer Mut und Zuversicht wecken konnte und anderen Hoffnung gab. Was besonders für Gandalf, der ja am Ende den Ring des Feuers trug, eine sehr passende Eigenschaft ist, da Gandalf ja stets derjenige war, der andere zu großen Taten anleitete. Nenya, der weiße Ring aus Adamant und der Ring des Wassers, war aus Mithril gemacht und hatte die Macht, zu bewahren, zu beschützen und zu erhalten und sich vor dem Bösen zu verbergen. Galadriel nutzte den Ring, um Lothlórien zu erhalten und zu schützen. Es heißt, dass Lothlórien nur dann gefallen wäre, wenn Sauron persönlich mit dem einen Ring es erobert hätte. Nenya hatte aber auch den Effekt, dass der Ring eine Sehnsucht nach dem Meer in seinem Träger erweckt. Vilja, der blaue Ring der Luft und der Ring des Saphirs,
war nun der mächtigste unter den drei Ringen der Elben und damit, nach dem einen Ring, auch der mächtigste von allen Ringen der Macht. Seine genaue Gabe ist aber dafür nicht erwähnt worden. Eine Spekulation ist aber, dass es dieser Ring ist, der es Elrond erlaubt, die Zukunft zu sehen. Damit bleibt nur noch ein Ring der Macht übrig. Der eine Ring. Der Meisterring. Dessen Macht und Eigenschaften und was er überhaupt ist, sind ja seit jeher ein hochdiskutiertes Thema und sehr umstritten. Und man kann viele Theorien darüber machen und finden, wie stark der eine Ring nun ist und was er alles tun kann. Doch in diesem Video will ich euch lediglich vorstellen, was wir tatsächlich wissen, dass er kann. Und sein zentraler Effekt war es, die anderen Ringe an sich zu binden und zu beherrschen. Alle anderen Ringe waren an den einen Ring gebunden und mit diesem Gedanken hatte Sauron sie auch geschaffen und von den Elben schmieden lassen. Und so wollte Sauron die Träger der Ringe kontrollieren, was aber letztlich nur bei den Menschen wirklich funktionierte. Würde aber nun ein Mensch, zum Beispiel einen der Zwergenringe, tragen, so würde er trotzdem zu einem Ringgeist werden. Denn diese Eigenschaft können alle Ringe übertragen. Es sind lediglich die Träger, die dagegen immun sind oder sich dagegen wehren können. Weiterhin hat der eine Ring ebenfalls den Effekt, dass er die natürlichen Kräfte seines Trägers verstärkt. Und da Sauron seine eigene Seele und seine Lebenskraft in diesen Ring fließen ließ, verstärkt der eine Ring die Fähigkeiten seines Trägers auch am meisten. Natürlich ist dieser Effekt bei einem stärkeren Träger umso größer. Und wenn ein Wesen wie Gandalf oder Sauron, die bereits über sehr große Macht verfügen, diesen Ring tragen, steigert sich ihre Macht und magischen Fähigkeiten ins Unglaubliche. Weitere bekannte Effekte des einen Ringes sind nun auch noch, dass er das Leben seines Trägers verlängert und den Übertritt in die Geisterwelt und damit Unsichtbarkeit erlaubt. Und zuletzt scheint der eine Ring auch über einen eigenen Willen zu verfügen. Er kann seine Größe verändern, um genau im falschen Moment vom Finger seines Trägers zu rutschen. Und der Ring scheint selbst eigene Pläne zu verfolgen, um mit Sauron wieder vereint zu werden. Ob dies lediglich Saurons Wille ist, der im Ring haust und über diesen wirkt, oder ob der Ring eine tatsächliche eigene Entität ist, ist aber schwierig zu sagen. Mehr spezifische Kräfte nennt Tolkien nicht, und das ist auch recht typisch für ihn. Er lässt diese Dinge im Unklaren, sodass der Leser, also wir, uns diese Dinge selbst vorstellen können und darüber nachdenken können. Und damit verleiht er den Artefakten wie den Ringen der Macht und dem einen Ring auch eine gewisse mythische Ausstrahlung. Und es ist auch nicht überraschend, dass Tolkien so schreibt. Denn auch mit den Ringen der Macht ließ er sich, wie mit so vielem, von der Mythologie inspirieren. Eine häufige Verbindung wird zum Beispiel mit dem Ring aus der Nibelungensage hergestellt. Auch dieser Ring verleiht seinem Träger schlicht große Macht. Denn solche mythologischen Ringe sind vor allem Symbole der Macht. Tolkien hat allerdings einen direkten Vergleich oder eine direkte Verbindung mit dem Nibelungenring stets verneint. Aber es gibt noch weitere Ringe in der Mythologie. So trägt auch Odin den Zauberring Draupnir, auf den Odins großer Reichtum beruhen soll. So wie auch die Ringe der Zwerge ihnen großen Reichtum brachten. Und in dieser vagen und mythischen Weise muss man auch die Ringe der Macht verstehen. Sie sind Symbole der Macht, die dem Träger eben dies verleihen. Macht. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Lore.